Willkommen, liebe Freunde aus dem Internet. Die Expo Rodeo Neuland 2015 ist zu Ende gegangen, aber wir wollen uns noch einmal die besten Momente von der Expo anschauen. Beginnen wir mit dem Mittwoch. Am Mittwoch wurden die Rassen Brahman und Braford gerichtet. Außerdem wurden auch Pferde, Schafe und Ziegen gerichtet. Am Abend fand eine Versteigerung von Zuchttieren statt. Weiter geht's, und zwar zum Donnerstag, wo die Rassen Gelbvieh, Angus und Brangus gerichtet wurden. Außerdem wurde der Toro Tipo Frigorifico ausgesucht, ein feines Exemplar der Rasse Brangus. Es fand am Nachmittag eine Maschinenvorführung statt und am Abend ein Reitturnier, danach eine Musik- und Pferdeshow. Außerdem wurden die Aussteller der Zuchttiere prämiert. Das Programm ging am Freitag mit dem Santa Gertrudis Weltkongress weiter. Tagsüber wurden die ausgestellten Tiere der Rasse vom amerikanischen Richter Jim Reeves begutachtet. Am Abend fand dann die Prämierung und auch eine Zuchttierversteigerung statt. Samstag sollte die offizielle Eröffnung der Expo Rodeo Neuland 2015 sein, doch anhaltender Nieselregen machte es unmöglich. Trotzdem wurde am Abend das Musikprogramm mit Millennium Sea Show und Feuerwerk durchgeführt. So schloss der Samstag. Durch den anhaltenden Nieselregen wurde das Programm vom Samstag zum größten Teil auf Sonntag verlegt. Die offizielle Eröffnung mit Parade der Tiere und dem Reiterclub fand ab 10 Uhr statt. Wichtige Gäste ehrten uns mit ihrer Anwesenheit. Nach dem Programm fand auf der Rennstrecke ein Motorsport-Event statt. Velocross, Quasicross und Buggys rasten durch die Kurven der Rodeo Neuland Piste. Am Rand der Strecke standen die Wagen des Oldtimer Clubs aus dem Chaco zur Show. Nach der Siegerprämierung gab es auch noch Pferdesport und die Paraden der Reiterclubs. So schloss das Rodeo-Fest ab. Soweit geht die Berichterstattung hier von der Expo Rodeo Neuland 2015. Danke, dass ihr immer mit dabei wart und zugeschaut habt. Ihr dürft mehr Material auf diesem Kanal erwarten und wir hoffen, dass ihr uns auch weiter im Facebook und im Internet besucht.